autonom gefährlich. Die Seiten, die sich fühlen, sind noch gar nicht fertig, gell? Okay? Ja. Oh, ja. Am besten am Montag oder so. Dann schlafe ich hier, oder? Dann kann ich noch pennen, oder? Hallo. Liegt dir eine Decke rein, ja? Genau. Pippa. Dürfen wir eintreten? Er sieht für sie schlecht. Oder dürfen sie? Ja, gut, aber nur mit Handschuhen. Aber nur, warte, gut. Ihr müsst Handschuhe anziehen, gell? Hab ich keinen. Ja, die kriegst du jetzt. Das ist nämlich die neue Hygieneregel. Ah, super. Ja. Darf ich dir meinen Handschuh anbieten? Ja. Komm, zieh an. Die passen selber. Ja, klar, wenn meine Hände reinpassen, dann passen die auch. So, du nicht, einer reicht. Papa muss auch ran, komm. Okay. Wir haben was ganz Besonderes für euch. Nimm die, das ist besser. Bist du Rechtshänder? Ja. Siehst du? Perfekt. Moin. Moin. Hallo. So, ich erzähle dir jetzt was. Ja. Du bist der Erste mit deinem Auto, der die erste komplette Permanentversiegelung Hochglanz bekommen hat. Wow. Erste. Ich zeig dir jetzt was. Das ganze Auto ist komplett mit Keramik versiegelt. Mhm. Alles. Aber der Bernd kennt uns jetzt schon weiter gelangt. Ne? Der hat sowas auch noch nicht erlebt. Guckt ihr das? Ihr guckt euch das jetzt mal an. Erst mal angucken. Ihr habt ja Handschuhe an. Mhm. Auf geht's. Ich zeige euch. So. Habe ich zu viel gesprungen? Habe ich zu viel gesprungen? Wahnsinn. Digga, das Ding. Nur gucken, nicht anfassen. Ich zeige euch das. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt seid ihr ja alte Profis, ihr zwei, ne? Ja. Ram-Fahrer, du bist ja Camaro-Fahrer gewesen. Also Ami-Autos sind ja jetzt ganz neu für dich. Nö. Gut. Jetzt möchte ich dich und deinen Vater bitten, dass ihr euch hier hinstellt. Dahin. Nö. So. Ich bin, aber ihr müsst 100% ehrlich, so wie ihr das seht. Machen wir. Okay. Es geht los. Test Nummer 1. Seht ihr auf der rechten oder auf der linken Seite von euch glanztechnischen Unterschied? Ihr dürft ganz genau gucken, ihr dürft nur nicht anfassen. Ich würde sagen, nicht. Im ersten Blick nicht. Alles wie ihr meint. Ihr braucht mich gar nicht angucken. Haut's raus. Wie aber. Hier, der Papa, guck mal. Du musst auf den Nahfilter gehen, weil der Papa, der ist Competition. Jetzt geht's los. Wettkampf. Ich finde was. Kann ich beruhigen, du findest nichts. Aber mir geht's echt drum. Hier so ein bisschen anderer Lichteinfall als hier. Okay, Licht kann ich leider jetzt anders machen. Also wenn es keine optische Täuschung ist. Und ich sehe jetzt nichts. Er darf auch mitarbeiten. Hier ist ein anderes Licht als hier. Das ist. Aber ich würde fast sagen, die Seite ist. Ein bisschen hochwertiger als die, ne? Da habe ich jetzt was Falsches gesagt. Du kannst nichts Falsches sagen. Das ist dein Eindruck. Ich möchte jetzt dich bitten. Eindruck. Das ist dein Eindruck. Aber du kannst nicht falsch sagen. Das kann das für ein Lichtanfall sein. Ja. Hier ist mehr Licht als hier. Das okay. Ist also. So, jetzt löse ich was auf. Punkt 1. Leute, ihr seid die Ersten. Wir haben uns das wirklich, gestern war der Inhaber von der Firma da. Von dem wir das haben. Die produzieren für uns. Ich bin da so stolz drauf, was jetzt im Markt kommen wird. Das fegt alles weg. Das ist das erste Auto, was wir damit gemacht haben. Jetzt pass auf. Ihr sagt jetzt nichts. Mhm. Handschuhe in Einsatz bringen, bitte hier drüber streichen mit Handschuhen. Nichts sagen. Geh mal hier so drüber. Einfach so, dass du das mal fühlst. Ja. So, nichts sagen. Okay? Mhm. Und jetzt geht bitte auf die andere Seite. Ja. Jetzt können alles sagen, was er will. Jetzt habt ihr einen Unterschied. Ey, das ist ja Wahnsinn. Moment, ich muss noch mal rüber. Krass, ne? Das machst du den ganzen Tag. Ja, aber auf welcher Seite? Hier. Du fliegst ja gar nicht. Also, glaub hier, himmelweiter Unterschied. Okay? Ja, schon. So, jetzt pass auf. Wahnsinn. Jetzt erkläre ich euch, was wir gemacht haben. Das ist jetzt, ihr trinkt ja eh noch einen Kaffee. Wir müssen eh das mit dem Nummernschild noch machen. Ja. Du musst entschuldigen, ich habe mir da rausgenommen. Ich wollte jetzt einfach alles fertig. Du kannst überall lang streichen, es fühlt sich überall so an. Ja. Nur auf der Seite nicht, weil ich das übrig gelassen habe, weil ich wollte dir zeigen und euch mal live zeigen, was das ausmacht. Und weißt du, das ist so ein krasses Ding. Ich habe es dem Bernd eben gerade, der auch ein Challenger von uns fährt, vorgestellt. Wir werden jetzt dieses Thema hier für alle Marken anbieten, aber außerhalb von Big Blocks zu einem anderen Standort. Okay. Aber das ist das allererste Auto, was wir so gemacht haben. Sowas fühlst du nirgendwo. Das ist Wahnsinn, das ist unglaublich. Das gibt's nicht. Das kriegst du nirgendwo. Wir haben eine Formel entwickelt,
eine Anwendungsweise entwickelt mit dem Alfred, also mit dem Inhaber, von, also mit dem Gründer vom SST. Das ist jetzt eine permanente Hochglanzbeschichtung. Das hier bleibt 15 Jahre so. Ernsthaft? Ernsthaft. Das Einzige, was du immer wieder nur nachmachen kannst, wenn du da Bock drauf hast, du kannst da drüben jetzt hergehen, ich kann dir jetzt da Benzin drauf kippen, anzünden, ich stehe dafür gerade. Das kannst du einfach wegwischen, da gibt's nichts. Achtung, jetzt kommt das Oberkrasse. Du kannst ein Graffiti, das werden wir nächste Woche zeigen, Graffiti-Sprayer, du kannst da drauf sprühen, das wischst du einfach weg. Das kann nicht halten. Da drüben schon nicht. Da hält ja auch keinerlei Dreck dann. Dreck, ja, weil du kriegst durch den pass auf, ja, du kannst aber wegwischen. Ja, du wischst das, das nicht weg. Damit, du musst da so nicht anfangen, geht, du wischst ja. du weg. Ja. Pass auf, dein Dreck ist es so, der Vordermann bei Nässe rotzt dir Auspuffgase, Umweltscheiß, den ganzen drauf. Irgendwann hast du eine Schicht da drauf, aber du musst den nur wegwischen. Verstehst du? Mhm. Jetzt pass auf, wir haben Folgendes getan. Wir haben das Auto ja mit dem Schaum gewaschen. Dann haben wir das Auto ja entfettet. Dann haben wir es poliert, dann haben wir es entfettet, dann haben wir die Keramik drauf gemacht. Nach der Aushärtungszeit, komplett in Ruhe gelassen, haben wir nochmal die Politur drauf gemacht und haben einen Versiegler drauf gemacht. Das heißt, jetzt ist auf der Keramik eine zweite Schicht Politur und das ist versiegelt worden. Jetzt brauchst du nur, wenn du Bock hast, das zu fühlen und das so zu haben, wenn du Bock hast in der Saison, zweimal maximal, Achtung, 20 Minuten brauchst du für das ganze Auto. Einfach die Politur drauf, hält immer 3 Monate, egal wie stark die Anschmutzung, du hast immer diesen Effekt. Wahnsinn. Und das 15 Jahre lang. Und da musst du, das, egal was für ein Auto, so kriegen wir jetzt jedes Ding hin. Das ist Oberhammer, oder? Ja, brutal. Also der Glanz, das ist einfach Wahnsinn. In aber weiß ich nicht, ob das Effekt, so rüberkommt, aber in echt ist das ja normal. Wenn jetzt die Sonne scheinen würde und wir fahren jetzt mit dem Auto raus, ja, muss die Sonnenbrille aufziehen, weil das verblitzt dir die Augen. Da, glaub mir, das ist hier drin schon der Oberhammer, weißt ja. du? Ich bin da so krass stolz auf den Effekt, das ist brutal. So, hat er gut gemacht, ne? Ja, das ist tipptopp, gigantisch. Geil geworden. So, was heute bei uns ja ganz besonders ist, dass wir heute zweimal Granny Crystal ausliefern. Einmal als Ram und einmal als Challenger. Hier haben wir die Streifen, die musst du von vorne aufnehmen. Die haben wir für den René draufgezogen. Also René, nicht unseren hauseigenen René, sondern diesen René. Ja, weil dieser René hat jetzt bei uns diesen Ram gekauft, hat ihn jetzt Keramik versiegeln lassen. Die Folierung haben wir dezent gehalten. Diese zwei Streifen hat René aus dem Hause Big Blocks gemacht. Und ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. So, alles ist Keramik versiegelt, deine Abdeckung ist drauf, wie besprochen. Ja. Habt ihr auch den Summanschild, habt ihr reinknetet bekommen? Einwandfrei. Läuft. Bring dein Kabel in Ruhe, ich brauche auch erstmal einen. Wobei, weiß man gar nicht, wo man heute hingucken soll, bei den Schmuckstücken, die hier stehen. Heute ist ein bisschen krass das wieder, ne? Der sieht hier, also einer schöner wie der andere. Du sollst nach deinem gucken. Solange der Mann jetzt in der braunen Jacke abgelenkt ist, ja, fahren wir den schnell nach hinten, den Ram in Fahrtrichtung raus. Ich gebe dem hier hinten durch und dann zeigen wir den. Okay, also. So, machen wir da rein. Super raus. Okay, das ist immer geil, wie du aufnimmst, Jana. Nee, ich meine wegen dem Hand vor dem Mikro und dann heißt es wieder, ich habe schlechten Ton. Das ist nicht davor. Ich weiß schon, wie ich aufnehme. Wo ist denn das Mikro? Ja, hier, aber ich. War nicht davor. Nee, gut, egal. Ich merke langsam, mit dir zu diskutieren macht langsam echt keinen Sinn mehr, ne? Ja, ich kann das jetzt auch. Ach, du kannst das jetzt auch. Ja, dann. Wollen wir kurz erklären, was wir machen? Ja. Gut. Also, wir befreien jetzt diesen Challenger. Wir befreien jetzt diesen Ram. Die fahren jetzt raus. Heute ganz besonderer Tag, denn heute werden zweimal Granny Crystal ausgeliefert. Und damit die freigelassen werden können, müssen wir diese Hellcat Graphics kurz mal rausfahren. Die kommt natürlich dann auch wieder da hinten hin. Aber wir müssen vorher noch was organisieren.
Pepper. Danke. Ja, also bevor wir jetzt hier wegfahren, ist mir wichtig, noch mal eins zu betonen. Was Kundenservice betrifft und Freundlichkeit, seid ihr hier wirklich unerreicht. Wir hatten auch schon Kontakte zu anderen Dodge-Händlern und das war vergleichsweise auch stellenweise enttäuschend. Und wir kommen hier sehr gerne her, mit einem sehr guten Gefühl. Vielen Dank. Ja, also ich kann den Laden eigentlich nur weiterempfehlen. Kommt her, schaut es euch an. Super Service, super kompetentes Personal. Man wird hier um alles umsorgt, immer ein Ansprechpartner da. Ja, man muss eigentlich sonst zu dem Fahrzeug nichts sagen. Das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Also ich kann wirklich jedem nur empfehlen. Kommt her, schaut es euch an. Jetzt? Ja, wollen wir irgendwie so sagen. Bei 3, 2, 1. Wollen wir irgendwie so sagen. Ich hoffe, du nimmst auch. Cool. Herzlich willkommen in einem neuen. Kann man das gleichzeitig sagen? Ja. Mal eine ganz andere Seite vom Big Vlog. Heute mal privat. Wir sind heute mit dem Team unterwegs. Im Team? Im Team, im Team. Team. Ja. Wir hatten Giraffen in den Autos und. Nasern wollte die hinterher rennen. Nee, das war bei dir. Achso. Das war bei dir. Ich hoffe, euch gefällt das Video, uns einmal mal zu sehen, wie wir privat ein bisschen unterwegs sind. Wir zeigen trotzdem noch ein paar Autos und einfach ganz viel Spaß mit den Bildern, die wir euch einfach rüberjagen. Schon cool mit dem Ram, ne? Ja. Oder mit dem Ford. Oder mit so einem V8. So, heute haben wir die Autobahn für uns. Zeigen Sie mir mal bitte den Bon von Ihrer sollen Sonnenbrille. Den habe ich nicht. Den habe ich beim Türken gekauft. Beim Türken. So. Okay. Was geht ab? Check. Na? Richtig leckere Sachen, die schon leer sind. Ja. Pass bloß auf, wenn der René reinpackt, ist alles weg. Aufpassen. Da ist gar nichts mehr. Ja, da sehe ich ja, die Tüte ist leer. So.
So, qualitativ würde ich sagen, ist Ford einmalig, oder? Einmalig, Chefe, Chefe, bist du nicht festgefahren hier mitten in der Pampa? Bin ich 3 Stunden hergefahren wegen deinem Fenster. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön, bitteschön. Ciao. Ich fahre jetzt wieder zurück, okay? Fahr mal weiter, komm. Ich weiß ganz genau, dass René jetzt um sein Auto bangt. So eine Giraffe werft die voll runter. Voll cool. Ja? Noch was vergessen. Jetzt wird noch ein bisschen an der Front verliert. Man kann aber halt auch nicht in Ruhe schlafen. Muss doch noch was gearbeitet werden.